Ich nehme in der letzten Zeit wahr, dass es eine zunehmende und verstärkte Angst vor einer echten Wirtschaftskrise gibt. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, führe ich doch einfach mal ein Interview mit jemandem, der das richtig live vor Ort erlebt hat. Also nicht so ein bisschen, sondern eine ganz richtige Krise vor Ort erlebt hat, nämlich die Argentinien-Krise. Und mit dem möchte ich solche Sachen besprechen wie, wie fühlt sich das eigentlich an in der Krise? Wie fühlt es sich direkt vorher an? Merkt man da eigentlich irgendwas? Wie sollte man sich eigentlich optimalerweise verhalten? Also lauter solche Themen. Und Sie werden jetzt wahrscheinlich schon ahnen, wer mein Gesprächspartner ist. Also das ist Marc Friedrich. Er ist Bestsellerautor, ganz richtiger Bestsellerautor. Also ich schaffe es mit meinen Büchern hier immer nur auf solche Teillisten, Teil-Bestsellerlisten, sowas wie Management oder Wirtschaft oder sowas. Aber Marc Friedrich schafft es also auf die echte Bestsellerliste, tatsächlich auf die vorderen Plätze zu kommen, worum ich ihn sehr beneide. Aber nicht nur das, er hat auch einen sehr guten YouTube-Kanal. Das heißt, wenn Sie das interessiert, wenn Sie das hier vielleicht auch gut finden, können Sie sich dann nachher mal angucken, was es bei Marc Friedrich auf dem Kanal alles so Schönes zu holen gibt. Da gibt es nämlich auch wirklich sehr interessante Sachen. So, wie Sie jetzt gleich sehen werden, ist dieses Interview spannend. Und weil das so spannend ist, hat es auch relativ lange gedauert. Also wir haben uns da wirklich lange unterhalten. Ich fand das ein super Gespräch. Aber es ist ein bisschen länger, als das von einem Kanal hier normalerweise so gewohnt ist. Und deshalb habe ich eine weitere Version einfach mal gemacht, in der ich sozusagen in meinem normalen Kanalstil die wichtigsten Punkte einfach mal zusammengefasst habe. Die habe ich gleichzeitig hier veröffentlicht. Ich verlinke die Ihnen entsprechend. Das heißt, Sie können da auch nochmal draufschauen und sich diese Kurzfassung angucken, bevor Sie dann zu dieser hier wieder zurückkehren, damit das richtig klappt. Ist natürlich eine gute Idee, das Video hier erstmal zu liken und auch den Kanal zu abonnieren, damit Sie dann auf jeden Fall entsprechend diese Videos wiederfinden. Okay, und jetzt würde ich vorschlagen, fackeln wir gar nicht lange herum, sondern wir machen einfach mal einen Kopfsprung und gehen einfach einmal direkt in das Interview rein. Wie Sie sehen, sitze ich hier gerade zusammen mit Marc Friedrich, seines Zeichens Bestseller-Autor. Das ist wahrscheinlich die Funktion, die die meisten kennen. Da habe ich aber nicht eingeladen dafür, sondern es geht darum, dass wir uns hier über was unterhalten wollen, wo er Zeitzeuge ist, nämlich über die Wirtschaftskrise in Argentinien. Denn er war tatsächlich damals live dabei. Und nach all dem, was ich gehört habe, war das nicht einfach so eine Krise, wie wir das bei uns immer so kennen. Also so eine Sache, wo man ein bisschen nicht raus darf und ansonsten merkt man eigentlich nicht so viel davon, sondern da ging es richtig ab. Und weil es immer eine gute Sache ist, gleich mit dem Erdbeben einzusteigen, würde ich vorschlagen, du sagst vielleicht gleich mal so die zwei, drei schlimmsten Sachen, damit jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er das anguckt. Überfall, Währungsreform und Enteignung. Naja, Währungsreform, wenn vielleicht viele sagen, das wäre ganz schön, können wir uns gleich mal drüber unterhalten, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Ja. Aber in der Tat, also Überfall, ich habe mir sagen lassen, die ganze Mittelschicht dort ist ja tatsächlich einmal sozusagen über Nacht enteignet worden. Ne? Mhm. Ist das zutreffend oder ist das eine Übertreibung? Nee, absolut. Also die Mittelschicht ist seitdem eigentlich de facto nicht mehr vorhanden. Es gibt keine Mittelschicht mehr in Argentinien. Es gibt entweder extrem reich oder arm oder ganz, ganz arm. Mhm. Aber dazwischen ist nichts mehr, weil durch diese Währungsreform, die man da gesehen hat, oder durch die Enteignung, die Mittelschicht eigentlich ausradiert wurde. Die haben einen Großteil ihres Vermögens verloren, nämlich 74% wurde der Peso entwertet. Und das auch dauerhaft, ja? Also die haben sich bis heute nicht richtig aufgerappelt, oder? Nein, ich glaube, die haben seitdem 2,5 Währungsreformen noch danach gehabt, oder? Ja. Einer war letztes Jahr beinahe. Genau, die sind im Dauerkrisenmodus. Auch jetzt wieder steht an, hat die argentinische Regierung schon wieder gesagt, wir können die Schulden nicht zurückzahlen. Die sind eigentlich im Dauerkrisenmodus. Eine Regierung scheitert nach der anderen und immer neue Schuldenpakete. Und das Volk darbt seit Jahrzehnten eigentlich. Und das, wobei eigentlich Argentinien ja eines der reichsten Länder der Welt mal war, vor über 100 Jahren. Der Name Argentinien kommt ja von Silber, ne? Argentum. Und trotz der Bodenschätze scheitern sie immer wieder an dem falschen System und an korrupten Politikern. Ja, ja, die haben viel falsch gemacht. Ja. Okay, also da wir ja viele auch bei uns das Gefühl haben, wird auch gerade viel falsch gemacht. Wahrscheinlich ist deshalb das Interesse so groß. Ja. Ja. Aber mich würde mal interessieren, also ich habe hier so eine Liste von Fragen. Ja. Also gerne. Du siehst, wir haben hier, können wir bestimmt bis morgen früh hier sitzen. Ja. Ich habe Zeit. Ich habe mich dann mit einer Kollegin von mir mal zusammengesetzt. Ja. Miss-Jürgen Grüter heißt die hat immer super Ideen. Ja. Dann habe ich noch in der Community ein bisschen nachgefragt. Also das ist jetzt auf die Art entstanden. Ja. Sehr gut. Was mich erstmal interessieren würde, ist, wie fühlt sich das eigentlich vorher an? Also der Tag sozusagen, als es passierte, es war ja wohl mehr oder weniger ein Tag. Wie war denn das am Tag vorher oder eine Woche oder im Monat vorher? Fühlt man da eigentlich irgendwas oder ist das so, dass man plötzlich aufsteht und denkt, Mist, jetzt bin ich in der Krise, jetzt bin ich arm? Ja, also ein Tag vorher war alles super geil eigentlich, weil ich war am Rio de la Plata, ich war feiern, es war Wochenende, ich war mit Freunden in einem Club, wir haben getanzt, wir hatten Spaß, wir sind von Party zu Party getigert, nachts durch Buenos Aires gelaufen. Und Buenos Aires ist eine der schönsten Städte der Welt, würde ich jetzt mal sagen, sozusagen das Paris von Südamerika, wunderschöne Architektur, tolle Lage, tolles Klima und wunderschöne Frauen, ja, also es ist eigentlich ideal. Und
Es war tatsächlich so, dass man... Wie war das? Wird das auch einer davon geheiratet, oder? Nein, nein, habe ich nicht. Okay, aber Fakt ist tatsächlich, dass es war in der Presse immer wieder die Sprache von, ja, der Peso ist in Schwierigkeiten und die Regierung hat Probleme und die Wirtschaft ist in der Bredouille. Aber das hat man nicht so wahrgenommen, weil es hat immer funktioniert irgendwie. Und ich hatte einen Mitarbeiter, der hat mich immer gewarnt. Das war immer so der Miesepeter, der Crash-Prophet sozusagen. Ja, hey Marc, du musst Gold kaufen, du musst Dollar umtauschen, du musst dein Geld von der Bank holen. Ich dachte immer, komm, lass mich in Ruhe. Draußen scheint die Sonne, lass uns Mate-Tee trinken und einfach Spaß haben und lass es gut sein. Und am Tag davor, wenn mir jemand gesagt hätte, dass in 12 Stunden irgendwie die Banken zu haben und der Peso eigentlich de facto nicht mehr handelbar ist, ich hätte es für unmöglich gehalten. Wirklich, es hätte keiner geglaubt. Wahrscheinlich nur eine Minderheit. Mhm. Und so... Umso größer war auch dann die Überraschung am nächsten Morgen, als ich dann auch zur Arbeit gefahren bin und habe mich dann auch gewundert, warum die Kollegen nicht kommen. Und irgendwann habe ich halt jemanden erreicht und hat er gesagt, hey Marc, die Banken haben zu, Corralito und so weiter, da ist nichts mehr. Staatsbankrott wahrscheinlich vor der Türe und dann kamen ja auch schon die ersten Unruhen. Und innerhalb von also eigentlich hört sich das ja ganz ähnlich an wie so Berichte aus dem oder vor dem Ersten Weltkrieg. Da hat man auch häufiger gehört, dass die Leute am Tag vorher noch gefeiert haben und gesagt haben, es ist für dich ausgeschlossen, dass es einen Krieg gibt und so. Mhm. Genau. Dann hat es bumm gemacht und auf einmal war der Weltkrieg da. Mhm. Ja, so ein bisschen ist das da auch. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass viele Leute auch bei uns immer das Gefühl haben, ach naja, wenn eine Krise kommt, so schlimm ist das ja nicht. Ich kann hier vorher dann noch was regeln. Mhm. Aber das spricht doch stark dagegen, oder? Mhm. Also wahrscheinlich, wenn eine echte Krise kommt, also nicht so diese Krisen, die wir jetzt immer erlebt haben, sondern wenn eine echte kommt, dann hat man keine Chance mehr, oder? Nee, dann zählt wirklich Vorsorge ist besser wie Nachsorge. Und Krisen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie überraschend kommen, dass sie meistens so ein schwarzes Schwanereignis sind, das keiner erwarten kann. Sonst wäre es ja easy, das irgendwie zu umgehen, zu umschiffen oder sich darauf vorzubereiten. Und die kommen immer überraschend und es trifft immer die große breite Masse eigentlich auf dem falschen Fuß. Und es hat, egal ob es eine Währungsreform ist, ein Krieg ist oder ein Staatsbankrott oder was auch immer, die breite Masse, nämlich über 99%, verlieren in so einer Krise immer. Im schlimmsten Fall ihr Leben, wenn es ein Krieg ist. Ja, klar. Aber mal so rückblickend betrachtet, also man hat es damals nicht gemerkt, ja? Nach vorne ist ja häufig schwieriger, solche Zeichen zu deuten. Aber rückblickend, hat es da eigentlich Zeichen gegeben? Ja. Absolut. Ja. Also im Nachhinein, im Rückspiegel der Geschichte war es eigentlich, wirklich, da habe ich mich selbst gefragt, wieso hast du das nicht gesehen? Mhm. Nicht nur waren die Warnungen von Alejandro immer jeden Tag im Büro, ja, sondern auch die Nachrichten, ja, die Versprechungen, die, was die Politiker gesagt haben. Und das sind auch, was du gerade richtig gesagt hast, die Parallelen zur jetzigen Zeit. Es ist eigentlich das gleiche Narrativ, das gestreut wird, um die Menschen zu beruhigen, abzulenken. Also dann kamen irgendwie Nachrichten, hey, hier, der Peso kann nicht mehr gekoppelt werden an den Dollar, weil wir hatten damals ein 1:1-Pack, also dass der Dollar wurde an den Peso, der Peso wurde an den Dollar gekoppelt und die Wirtschaft war einfach schwach, der Peso war viel zu teuer durch diese Ankopplung an den Dollar und hat natürlich die Wirtschaft geschädigt. Und es kamen Sendungen dazu, es gab Nachrichten, es gab Artikel darüber und im Nachhinein war es eigentlich offensichtlich und unausweichlich, weil es mathematisch unabdingbar war, dass es so weit kommen muss, dass es klar ist, dass dieses kleine Argentinien niemals mit diesem starken Dollar überleben kann. Aber man hat sich halt dann irgendwie belullen lassen von zum Beispiel dem Finanzminister oder vom Präsidenten, der damals dann vor die Kamera getreten ist und gesagt hat, liebe Argentinier, alles okay, alles gut, macht schön Barbecue, trinkt euer Bier, euer Cerveza, macht Party, der Sommer steht vor der Türe, etc. pp. Alles ist gut. Und das hat man halt tatsächlich geglaubt, weil er war ja der Präsident oder er war der Finanzminister, man hat es geglaubt. Aber genau diejenigen waren ja diejenigen, die sich auch vorbereitet haben, die dann ihr Geld aus Landes geschafft haben, die schon Gold gekauft hatten oder irgendwelche Ländereien, um ihr Kapital, um ihre Kaufkraft zu schützen. Mhm. Also wie ist das eigentlich dort mit der Presse? Ist die eigentlich weitgehend unabhängig oder gibt es irgendwie auch einen sehr mächtigen Staatsfunk, der eigentlich gesteuert wird? Also wir hatten dann die starke Kirchner-Ära später und davor war es Menem und so weiter. Es gab verschiedene sehr regierungsloyale Organe, würde ich es mal nennen, die natürlich sehr zugunsten der Regierungen immer berichtet haben oder auch dann dementsprechend die Situation ausgelegt haben. Und da gab es einen Vertrauensvorschuss, durch den man das noch geglaubt hat, ja? Damals war das anders. Es war halt auch das Staatsfernsehen, gibt es natürlich, klar, und auch dann verschiedene Zeitungen. Wie lange warst du dem Zeitpunkt eigentlich schon im Land? Es waren 4 Monate. Okay. Mhm. Das heißt, du kanntest das sozusagen vorher von außen, du hast diese 4 Monate erlebt
Weil, klar, da hat natürlich erstmal keine besonders lange Historie, das heißt, du hast noch keine Änderungen oder irgendwas wahrnehmen können. Ja? Nee, minimal. Nee. Mhm. Also ich habe das Land kennengelernt, ich habe in der Stadt gelebt, ich bin rumgelaufen, ich habe viele Menschen kennengelernt und ich habe mich dann schon richtig wohlgefühlt, wollte auch dann länger bleiben eigentlich und dann wurde es dann doch ein bisschen kürzer durch dieses abrupte Ende. Mhm. Und auch wieder im Rückspiegel betrachtet, hat das eigentlich eine Ähnlichkeit mit der Stimmung, die wir jetzt so bei Corona haben? Also viele sagen bei uns ja auch, das wäre jetzt eine ganz große Krise und so. Und klar, ich meine, unser Bruttoinlandsprodukt bricht ein ohne Ende, aber ist ja noch weit entfernt von dem, was er dort erlebt hat. Aber ist die Stimmung ähnlich? Die Stimmung ist ähnlich, aber das Problem war damals ja nur auf ein Land bezogen. Es war ja keine globale Krise wie jetzt. Momentan, jetzt haben wir ja erstmalig, dass wir die ganze Welt eigentlich abgeschlossen haben, dass wir alle im Lockdown waren, dass alle Notenbanken das Gleiche machen wie die EZB und die Fed und so weiter. Damals war es nur Argentinien. Nur Argentinien hatte dieses Problem. Nur die argentinische Zentralbank war dann irgendwie in der Bredouille und nicht irgendwie die ganze Welt. Das heißt, es ist nicht vergleichbar mit Argentinien 2001 und auch nicht mit der Finanzkrise 2008, was damals ja nur ein westliches Problem war und vor allem Banken- und Finanzproblem war. Jetzt haben wir eine globale Krise und wir sehen ja erstmalig, dass nicht nur Konjunkturpakete also gestartet werden müssen, sondern parallel halt auch die Notenbanken richtig Gas geben müssen, um das Ganze abzupuffern, um das Geldkarussell am Laufen zu halten. Na gut, ist klar, dass die Situation jetzt eine andere ist. Ja? Mich würde interessieren, sozusagen aus einer emotionalen Ebene heraus, ja? Würdest du sagen, dass die Leute gleich gefühlt haben? Oder ist es so, dass die einfach sozusagen umgeschaltet haben, dass die vorher überoptimistisch waren und danach überpessimistisch? Die Argentinier tendieren immer so ein bisschen zur Melancholie, deswegen auch der Tango. Und die Argentinier sind leiderprobt und auch sehr emotional. Deswegen hatten wir auch gleich Ausschreitungen und hatten auch gleich Demonstrationen. Und da gibt es dieses schöne Bild, da gibt es sogar ein Video bei YouTube, wie dann am Tag des Staatsbankrottes eigentlich, wo dann praktisch klar war, okay, der Peso wird entwertet, ihr werdet alle Geld verlieren, wie dann die Bevölkerung auf der Straße zu Villa Rosada gegangen ist, der Präsidentenpalast, und die wollten den Stürmern wirklich mit Mistgabeln und Macheten und wollten den Präsidenten ans Leder. Und dann ist er wirklich so Hollywood-reif, wie in so einem Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone oder Tom Cruise, ist er dann wirklich vom Dach, vom Präsidentenpalast in so einen Hubschrauber reingestiegen oder reingesprungen mit seinen Bodyguards und weggeflogen. Und die standen unten und haben halt marodiert und wollten ihm ans Leder und die hätten ihn wahrscheinlich aufgeknüpft. Ja. Und es war schon spektakulär. Also sie sind ein bisschen emotionaler und wenn die den erwischt hätten, wäre es spannend geworden für ihn. Na gut, wir in Deutschland sind ja wenigstens so, dass wir darauf, wenn er betreten, sie den Rasen bitte nicht steht, dann machen wir das auch nicht. Ne? Wahrscheinlich, ja, muss man vielleicht zumindest mal anmelden. Ja. Also uns geht es halt noch sehr, sehr gut. Ne? In Argentinien waren schon viele Menschen verarmt. Mhm. Und bei uns ist halt, haben wir noch sehr viel Wohlstand und auch noch viel Brot und Spiele. Also noch ist ja alles gut. Ich habe mit ihm anders gesprochen, der hat mir erzählt, das wäre echt Mist gewesen in der Zeit. Und zwar, zu Hause hätten plötzlich irgendwelche Leute geklingelt mit jede Menge Waffen in der Hand und hätten gesagt, wir hätten gerne ein paar Wertgegenstände. Mhm. Kannst du das so bestätigen? Oder eins zu eins. Eins zu eins. Also ich habe in so einer ein bisschen besseren Gegend gewohnt. Es war so eine gated community und ich hatte auch einen eigenen Wachmann. Mhm. Mit dem habe ich teilweise morgens dann auch geredet oder mal mit ihm Mate-Tee getrunken. Ich hatte sogar mit seiner Tochter gespielt, die damals dann öfters auch mal da war. Und ja, ich meine, das Erste, was natürlich passiert ist, der hat dann ein, zwei Tage später ist der auch vorbeigekommen. Der wusste ja, wer wohnt, welcher Gringo wo ist und so. Und ist dann reingekommen in die Finca und hat gesagt, okay, Geld her. Mhm. Mit der Pistole am Kopf. Und vielleicht wäre es eine spieltheoretisch gute Abwehrstrategie gewesen, zu sagen, übrigens, deine Tochter sitzt im Nebenzimmer. Ja, ich habe es nicht getraut, so schnell war ich. Es war mitten in der Nacht und die Pistole war schon sehr beeindruckend. Und der wusste natürlich, klar, bei den reichen Europäern gibt es was zu holen. Mhm. Und dann hat er sich halt von Haus zu Haus bewegt und hat dann, glaube ich, mehr Geld verdient wie in 10 Jahren ehrliche Arbeit. Mhm. Und das war wirklich gang und gäbe, ne? Also ich habe das immer wieder gehört, das so war. Mhm. Das war gang und gäbe, auch die Polizei teilweise. Also war das eigentlich auch für die normale Mittelschicht? Also ich meine, jetzt Gringo, klar, ist natürlich nochmal eine andere Sache, ja. Aber für die normalen Argentinier selber hatten die das gleiche Problem? Ja, genau. Okay. Also diejenigen, die was hatten, die vermögend waren, mussten wirklich um alles fürchten, tatsächlich. Mhm. Ja, die wurden auch überfallen. Ich habe Freunde, argentinische Freunde, die wohlhabend oder gut gestellt waren, die hatten das gleiche Problem. Die wurden teilweise von der Polizei rausgezogen, ne, wenn dann ein schönes Auto war. Mhm. Und dann wurde halt gesagt, okay, entweder gibt es jetzt dann deine Uhr oder irgendwas, dein Geld oder du kriegst ein Problem. Ich meine, ich finde es immer so faszinierend, ja, dass sich viele Leute so eine echte Krise immer so vorstellen, dass sie sagen, ach ja, da bin ich gut abgesichert und ich habe Gold gekauft und weiß ich was nicht. Ja. Man merkt daran, das muss nicht unbedingt die richtige Strategie gewesen sein. Ja. Nein. Also vielleicht ist es eine, mit der man sein Leben freikaufen kann, aber das ist nicht das, was die Leute darunter vorstellen. Ja. Das Problem ist, wir können uns keine Krise vorstellen, weil wir die letzten 70, 80 Jahre im Schlaraffenland gelebt haben. Es ging immer nur aufwärts und wir sind nicht mehr krisenerprobt und wir kennen auch fast niemanden mehr, der eine Krise erlebt hat, weil die letzten Krisen sind eigentlich schon so lange her, dass die meisten schon leider verstorben sind, nicht mehr aus erster Hand erzählen können. Mhm. Und aus Geschichtsbüchern klingt es relativ langweilig und man kann es nicht nachvollziehen. Aber deswegen, jede
Generation muss eine Krise durchleben. Auch wir werden da nicht drum rumkommen. Und der Aufprall wird relativ hart sein. Ja. Ja, ich weiß, meine Großeltern haben durchaus einige dieser Krisen durchlebt. Meine auch, ja. Sie haben mir gerne davon erzählt, aber dummerweise habe ich nicht gut genug zugehört. Ja, Darüber ärgert man sich dann ein paar Jahre später. Ich, aber Christian, ich habe auch nicht richtig gut zugehört, bis nach 2001, bis nach Argentinien. Dann habe ich meiner Großmutter sehr, sehr deutlich zugehört. Und dann da hat sie noch gelebt, ja? Da hat sie noch gelebt, hat noch bis letztes Jahr gelebt und so. Aber damals dachte ich immer, ach komm, das ist alles, das wird nie wieder passieren, wo sie es mir vorher erzählt hat, hier mit Währungsreform, Hyperinflation und so weiter. Aber danach war ich dann wirklich Gewehr bei Fuß und habe alles mir genau nochmal angehört, habe es sogar gefragt und habe es mir dann ja, nachvollziehen können, wusste dann, okay, das war damals wirklich so und ich weiß, wie es ist. Ich meine, gerade auch aus uns, also meiner Großelterngeneration, ich bin ja etwas älter, vermute ich mal. Ein, zwei Jahre, komm. Jedenfalls, da wird immer so eine Story erzählt, dass jemand mit einer Schubkarre voller Geld zum Bäcker gefahren ist, um einzukaufen. Die hat er natürlich davor geparkt. Und als er rauskam, war die Schubkarre weg, aber das Geld war noch da. Gibt es eigentlich solche Storys eigentlich auch da aus dieser Zeit in Argentinien? Oder ist das so eine Urban Legend, die sozusagen für Deutschland entstanden ist? Nee, also Hyperinflation hatten wir jetzt zwar nicht in Argentinien, aber an dem Tag, wo die Banken praktisch zu hatten, hattest du schon tatsächlich sowas erlebt. Und zwar morgens um 8 Uhr konntest du noch, als keiner wusste, dass eigentlich der Staatsbankrott stattfindet, konntest du noch mit deinen 100 Peso einkaufen gehen, hattest noch 100% Kaufkraft. 2 Stunden später, als die ersten Gerüchte da waren, als die Banken geschlossen waren, als keiner reinkam, als die Geldautomaten aber noch funktioniert haben, waren es noch 50% und nach 3-4 Stunden, so gegen 12 Uhr, war der Peso de facto wertlos, hat keiner mehr angenommen. Du musstest irgendwas anderes liefern, eine Armbanduhr, Goldmünzen oder Dollar. Dollar war natürlich King. Also mit Dollar hast du alles bekommen. Und dahingehend, innerhalb von 4 Stunden, war eigentlich der Peso wertlos, war eigentlich schon sozusagen eine Hyperinflation, eine Währungsreform. Aber Goldmünze ist doch eigentlich Quatsch, oder? Ja. Denn eine Goldmünze ist doch viel zu viel wert. Ja. Also man kann also die sind 1000% gestiegen, vor allem der Wert von Gold innerhalb von wenigen Stunden. Aber da sind doch eigentlich Goldmünzen sozusagen für diese Gelegenheit völlig unbrauchbar, total, oder? Weil ganz ehrlich, wenn du eine Goldmünze hast, die Kaufkraft steigt enorm, willst du ein Haus kaufen oder was? Ja. Und gegen Brot wäre doof und vor allem, du machst dich auch angreifbar. Mhm. Weil, hey, der hat Gold, bam, jetzt ist meins. Brot behalte ich auch noch. Dahingehend, keine gute Idee, keine gute Idee. Also wahrscheinlich wäre für sowas eine Silbermünze besser, oder? Einfach weil die Tauschartikel. Auch Silber könnte stark steigen, auch Silber könnte dich in Gefahr bringen, weil die sagen, wenn der eine hat, dann vielleicht auch 2 oder 3. Ne? Und auch silberne Haare und so, wer weiß, was er noch alles hat, ja? Wie weiß. Silber, vor kurzem war noch Gold. Ja, bist du selber geworden. Inflation. Nein, Spaß beiseite. Dahingehend, Tauschartikel sind in der Situation notwendiger. Also vielleicht Konservendosen vielleicht, wenn es wirklich Worst-Case-Szenario kommt, dass man einfach was hat zum Tauschen, um dann in der Krise nicht aufzufallen. Und für eine Konservendose wird man nicht so leicht überfallen, weil die zu groß sind, oder wie? Im Extremfall schon, wenn da jemand gegenübersteht, der größer und kräftiger ist und dir nichts geben will und so. Aber der Mensch ist ja, der will ja überleben und die meisten Menschen sind ja auch gut. Und wenn es dann wirklich einen Tauschhandel gibt, das war auch so interessant in Buenos Aires übrigens, innerhalb von wenigen am nächsten Tag schon gab es einen regen Schwarzmarkt, wo du alles bekommen hast, also im Tauschhandel. Mhm. Es gab gar kein Geld mehr, es ging auch ohne Peso eigentlich. Also das erübrigt dann vielleicht meine nächste Frage, nämlich, hatte man eigentlich unmittelbar Angst, dass man verdammt nochmal am nächsten Tag einfach nichts zu essen kriegt? Ja. Also gab es das? Ja. Also ich habe wirklich 2-3 Tage nicht wirklich viel gegessen. Das, was halt auch da war, weil es gab einfach nichts. Ja. Und oder es war halt teuer oder ich hatte halt nichts zum Umtauschen. Ja. So einer auf Twitter hat geschrieben, als sie gemerkt hat, dass wir hier zusammensitzen. Ja? Die hat gesagt, ja, war so ein bisschen zynisch, schien mir. Ja? Ob man irgendwie dann so eine Angstzustände bekommt, ich weiß nicht, das war, glaube ich, ein anderes Wort. Oder genau, ob man Trauma kriegt, ob der Verlustängste, die man hat. Ich glaube, das war abwertend gemeint, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht so abwertend, sondern vielleicht ist es sehr realistisch. Also ist das sowas wie so eine traumatische Erfahrung, dass man verdenkt, so verdammt, eben war ich noch einigermaßen wohlhabend und jetzt bin ich eine Kirchenmaus? Nee, die Angst hatte ich nicht, weil für mich war das ja nur temporär, dass ich in Argentinien arbeite. Okay, weil du Ausländer warst. Weil ich Ausländer war, wahrscheinlich auch ein Privilegierter auf jeden Fall war. Aber ich bin jemand, der in Krisen, in Stresssituationen relativ gut und ruhig funktioniert. Ich glaube, ich wäre ein idealer Notfallmediziner. Also da weiß ich dann genau, was ich machen muss in solchen Situationen. Und deswegen, auch als ich überfallen wurde, ich wurde 2-mal in Argentinien überfallen, auf dem Weg zum Flughafen, dann noch vom Taxifahrer. Ja. War das diese Geschichte mit dem Barfußlaufen? Genau, ja, ja. Okay, ja, denn genau. Darauf wird auch mal wieder angespielt. Ja, ja, genau, aber... Irgendwer hat mir gesagt, wir sollten bloß nicht über Barfuß zum Flughafen sprechen, aber hey, da habe ich mir gedacht, wenn mir einer sagt, das machen wir keinesfalls. Dann machen wir es auf jeden Fall, ja. Ja gut, ja, also das hat schon geklappt, aber ja, da wird man halt dann überfallen und trotzdem war ich dann ruhig oder war ich irgendwie am nächsten Tag traumatisiert oder musste zum Psychiater gehen, sondern es war halt dann abgehakt. Nicht am nächsten Tag, sondern erst nächste Woche. Nee, erst jetzt sitze ich mit dir, ich mache Therapie. Therapie-Session, ja. Wie ist denn, ich kenne mich aus
aus dem Schwarzmarkt eigentlich gleich aus? Also ich könnte mir vorstellen, dass es da so ganz individuelle Regeln gibt, die man auch erstmal lernen muss, oder? Ja, genau. Ja, nee, das war spannend, das war neu, da wurde dir alles angeboten, von Briefmarkensammlungen bis zu Rolex-Uhren, da gab es alles, ja, wirklich alles, aber halt auch nur das Brot oder ein Joghurt oder eine Milch oder irgendwie Fleisch und Käse, gibt es alles. Ja. Ja, das wird dann einfach bilateral verhandelt, ja? Also da steht einer da mit einer Rolex und sagt, was kriege ich denn dafür so? Genau. Und wenn er Pech hat, kriegt er halt einen Knüppel auf den Kopf. Ja? Mhm. Oder man hat halt was. Und er wollte damals nur 100 US-Dollar eigentlich. 100 US-Dollar? 100 US-Dollar wollte er haben. Mhm. Das ist aber schlecht für eine Uhr, die eigentlich 5000 wert ist. Aber in der Krise braucht keiner eine Rolex. Mhm. Und wenn man Hunger hat, dann gibt man alles her. Also sollte man besser keine Rolex haben, sondern vielleicht nur eine Seiko oder so. Da kriegt man wahrscheinlich eh man darf eine Rolex haben, aber nur, wenn man genug andere Werte hat, um in der Krise zu überleben. Also eine Rolex oder auch andere limitierte Werte oder auch ein Van Gogh sind in der Krise natürlich nichts wert, weil in der Krise zählt erstmal wahrscheinlich Überleben, aber auch, was habe ich was zum Essen, habe ich was zum Trinken? Das sind die wichtigsten Sachen, die du täglich eigentlich brauchst. Aber als Speicher, um diese Krisenzeit zu überbrücken, ist ein Van Gogh oder eine Rolex natürlich ideal, weil die steigt auch wieder im Wert irgendwann. Danach. Mhm. Danach. Ja gut, wenn man sie halt nicht zwischendrin los wird, wenn man sie einfach dringend braucht. Ne? Dann ist doof. Wenn man in der Krise natürlich mit Gold bezahlen muss oder mit einem Van Gogh, ist doof, weil dann kriegst du nicht viel dafür. Oder einen Oldtimer. Wer will in der Krise einen Oldtimer? Und was sind dann solche Ersatzwährungen eigentlich? Also bildet sich da sowas, dass man so eine Art Universalgut hat, wogegen das getauscht oder verrechnet wird zumindest? Also alles, was praktisch für den täglichen Bedarf benötigt wird in Argentinien, also auch in Venezuela, Toilettenpapier, ja, immer. Also das heißt, dieses Toilettenpapiergehamstere, das war gar nicht so viel. Das war gar nicht doof, das war intuitiv, haben die Deutschen richtig agiert. Das ist in Venezuela gang und gäbe, in Argentinien war das genauso. Mhm. Toilettenpapier, eine Rolle Toilettenpapier war bares Geld eigentlich. Der US-Dollar damals war eine Ersatzwährung. Mhm. Ja, dann halt natürlich alles, was mit Essen, Lebensmittel zu tun hatte. Wie wurde dann so ein Preis genannt eigentlich? Also ich stelle mir so, man ist auf dem Schwarzmarkt und so, ja. Also sagen die dann hier eine Briefmarkensammlung gegen, weiß ich nicht, 5 Laib Brot oder irgend sowas? Verhandlungssache, ja. Ja, oder sagen die eher sowas, das ist so eine halbe Rolex-Einheit oder so? Ne, es war wirklich individuell. Also okay, also immer einfache Paare von Austauschverhältnissen. Genau. Ja? Also so wie wir das in Wirtschaftswissenschaften kennen aus dem Mikroökonomiebuch. Genau. Der mit seiner Briefmarkensammlung, die wahrscheinlich richtig toll war, der stand jeden Tag da und keiner wollte die scheiß Briefmarkensammlung. Klar. Weil was will man denn mit diesem bedruckten Papier in der Krise, wenn es ums Überleben geht, wenn der Peso irgendwie vor die Hunde geht und wenn man gucken muss, wie kann ich meine Familie ernähren? Mhm. Ja? Und das hat halt dann auch ein paar Tage gedauert, bis dann sich alles normalisiert hat. Und die hat die Briefmarkensammlung wahrscheinlich heute noch. Außer jemand hat die gekauft für kleines Geld, weil er noch irgendwie Dollar übrig hatte und hat dadurch einen riesen Reibach gemacht. Mhm. Immobilien wurden natürlich auch verkauft in der Zeit. Weit also Preis. Stimmt das, dass solche Dinger dann beispielsweise gehandelt wurden für eine Goldmünze? Oder ist das ein Gerücht? Ja. Also mehrere Goldmünzen. Also ich weiß, dass bei mir in der Nachbarschaft wurde eine Goldmünze von einem englischen Diplomaten gekauft für ungefähr 1 Kilo Gold. Aber 1 Kilo? 1 Kilo Gold. Und die, das ist natürlich nicht so ganz wenig, ne? Das ist eines der besten Viertel in Buenos Aires. Okay. Der Wert von der Immobilie dürfte heute wahrscheinlich weit über 1 Million liegen und hat damals wahrscheinlich so 40.000 Dollar bezahlt. Mhm. Ging so, ne? Nicht so schlecht, der Deal. Okay, der Deal ist ja gut, ja. Deswegen. Und welche Dienstleistungen sind da eigentlich gefragt? Also ich kann mir vorstellen, dass Dienstleistungen ja auch relativ gut sind, weil die sozusagen immer neu erzeugt werden. Ja? Ja, ja. Und welche sind da gefragt, die Dienstleistungen in so einer Situation? Also was immer gut läuft, ist natürlich Handwerker, Mediziner, denke ich mal. Mediziner. Mediziner, Handwerker, alles, also goldene Handwerk. Sind Friseure wichtig? Die waren sehr pleite. Nee, aber, ja, meine Friseure jammert auch mal rum, ich komme zu selten. Ne? Ja, nee, also ich habe wenig Dienstleistungen in der Zeit in Anspruch genommen. Vor allem bin ich dann auch dann relativ bald dann auch wieder Richtung Deutschland abgeflogen. Aber ich denke mal, so Bodyguards waren auch nicht so schlecht bezahlt in der Zeit. Ne? Mhm. Also ich hätte auch wahrscheinlich gerne einen Bodyguard gehabt, der mich zum Flughafen gebracht hätte, sicher. Aber angenommen, hätte ich gerne ein krisensicheres Hobby, was dann gut vermarktbar ist. Was wäre denn das? Ein krisensicheres Hobby. Mhm. Ich stelle es mal, Fotografen sind da nicht so gefragt. Und Steuerberater. Nee, das ist eher sekundär. Ich denke mal, Bauer, Landwirt. Sobald du autark bist, dich selbst versorgen kannst und vielleicht auch noch dann als Multiplikator was verkaufen kannst, genial. Ja gut, das ist klar, wenn man landwirtschaftliche Erzeugnisse hat, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die Dienstleistung als Landwirt ist jetzt nicht so gefragt, oder? In dem einen Augenblick. In der Krise ja, aber in dem generell nicht. Also würde eher, ich meine, die Bauern werden ja eher schlecht bezahlt weltweit. Mhm. Ja, leider. Wobei sie essentiell sind für uns alle. Mhm. Also gut, das heißt, wenn man ein Hobby-Mediziner wäre, so ein Herzchirurg oder so, das wäre gut. Auch wenn da vielleicht das Vertrauen da nicht ganz so groß ist. Okay. Ja, also spannende Frage, muss man sich nochmal überlegen. Aber ja, ich glaube, Handwerk generell immer. Funktioniert immer. Oder auch Personenschutz. Also, na klar. Ja, also ich weiß von einigen Kollegen, Nachbarn damals, die wirklich gesagt haben, weil wir alle überfallen worden sind, wir brauchen jetzt irgendwie Bodyguards, wir müssen irgendwie jetzt uns zum
ja, kann er zum Flughafen bewegen oder irgendwie zu Embassy, also zur Botschaft und so weiter. Und was wird denn auf einmal sozusagen wichtig im Alltag? Also ich meine, man hat ja immer so Dinge, die sozusagen den Alltag bestimmen, ja? Und bei uns sind das ja heutzutage eigentlich eher nebensächliche Sachen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir uns über sehr nebensächliche Dinge ärgern, wenn man es mal vergleicht mit solchen Situationen. Was dominiert denn da eigentlich im Alltag? Wegzukommen. Also mir war ganz klar, ich muss so schnell wie möglich wieder nach Deutschland oder raus aus dem Land. Mhm. Weil man wusste nicht, wie lange wird es andauern, weil würde Normalität eintreten. Okay. Und deswegen war mein Ziel eigentlich, so schnell wie möglich ein Flugticket zu bekommen und nach Hause zu kommen. Und ja, einfach nicht mehr überfallen zu werden, mit heiler Haut irgendwie rauszukommen. Mhm. Ja, das war okay. Das größte Ziel. Und es war auch von allen Expats, die da waren, eigentlich das Ziel, zu gehen. Wie wichtig sind eigentlich solche Netzwerke, die man dann hat? Also von Personen. Ist das wichtig oder brechen die in dem Augenblick zusammen? Das ist eine gute Frage, tatsächlich, ja. Und zwar teils. Da zeigen sich dann die wahren Freundschaften und die wirklich guten Netzwerke, weil ich jetzt mal 90% fallen einfach weg. Da hat man dann nichts davon. Aber ich hatte zum Glück einen guten Kontakt zur deutschen Botschaft von einem bekannten, also würde sagen Freund sogar. Mhm. Und der hat mir dann ermöglicht, weil mein Pass ja auch geklaut wurde, dass ich dann so einen Schein bekommen habe, um dann zu gehen. Und ohne ihn hätte ich noch Wochen warten müssen. Deswegen, Netzwerke sind essentiell, es müssen aber gute Netzwerke sein. Also nur zu sagen, ich habe 5000 Facebook-Freunde oder auf LinkedIn 2 Millionen Kontakte, bringt dir gar nichts. Du brauchst die richtigen guten Kontakte, die auch loyal zu dir sind, vor allem in der Krisenzeit, weil dann beweisen sich die wahren guten Partnerschaften. Mhm. Okay. Würdest du sagen, man sollte deshalb häufiger mal auch jetzt seine Freunde im realen Leben treffen? Ja, absolut. Und demütig sein, freundlich sein und immer Gutes tun für jeden da sein, weil es kommt irgendwann zurück. Irgendwann brauchst du auch jemanden anderen. Also ohne irgendwie Eigennutzen, ohne irgendwas zu erwarten, zu sagen, hey, ich helfe dir mal beim Umzug oder bei irgendwas. Mhm. Mhm. Wichtig. Ja, also ja, da glaube ich auch ins karmische Gesetz, dann tue Gutes und dir wird der Pferd Gutes, ja. Ja. Also kommen wir jetzt vielleicht mal zu einer anderen Sache. Was ist eigentlich das Optimale, sich vorzubereiten? Also wir haben gerade gemerkt, Herzchirurg werden ist offenbar gut, aber ziemlich schwierig. Gute Freunde haben ist gut. Was ist denn sonst eigentlich noch wichtig? Ja, dass man sich mental darauf einstellt und natürlich auch finanziell, dass man vielleicht auch dann verschiedene Vermögensstandbeine hat. Das ist ja immer Thema auch in meinen Büchern, wenn man sich auf Krisen vorbereitet, nicht nur mental, sondern auch finanziell. Dass man breit gestreut aufgestellt ist, dass man versucht halt die... Dass du solche Bücher schreibst, liegt da dran, oder? Ich denke mal, ja. Ja, weil für mich war das wirklich das Trauma, ja, dass ich dann damals erlebt habe, wie schnell eigentlich ein Geldsystem umkippen kann und wie instabil eigentlich unsere heutige Gesellschaft generell ist. Und das haben wir jetzt ja durch Corona auch gesehen. Corona hat uns ja offenbart, wie überfordert die Politik ist, wie kopflos die agiert und wie verzweifelt die Notenbanken jetzt dagegen andrucken. Und wenn man halt in die Geschichte schaut, in die Vergangenheit schaut, sieht man halt, dass Gelddruck noch nie Probleme gelöst hat, noch nie Wohlstand erzeugt hat und dass wir hier momentan einen Zyklen-Paradigmenwechsel erleben, meiner Ansicht nach. Na gut, vorübergehend kann es abpuffern, ne? Aber ist klar, wenn man eine Medizin zur dauerhaften Sache facht, dann wird es halt eine Droge. Ja? Der Übergang ist leicht. Ich meine, klar. Die Medikamente, die wir dem System verabreichen, seit eigentlich 30 Jahren, funktionieren ja nicht und haben eher größere Nebenwirkungen. Die Kollateralschäden werden immer größer und wir schlendern ja von einer Krise zur nächsten und mit immer mehr Geld muss dem entgegengewirkt werden und dann ist es immer eigentlich auch Fundament für eine noch größere Krise. Wir reden jetzt schon von Billionen an Stimuluspaketen, als auch von Konjunkturpaketen oder halt von Notenbankpaketen. Die stimmt, es gibt so einen Roman, der heißt 1 Billion Dollar. Das war zu dem Zeitpunkt, wo der rausgekommen ist, ein so irrwitziger hoher Betrag, dass man einen ganzen Roman drüber schreiben konnte. Und jetzt ist ja heutzutage mehr so eine Verrechnungseinheit geworden. Das machen die in einem Vormittag im Bundestag. Ja, sagen die, kommen wir mal 1,5 mehr zu Trillionen. Ja, das wird kommen, klar, natürlich. Ja, klar. Also das ist natürlich schon ein gewisses Alarmsignal. Ja, ja klar. Ich meine, das ist übrigens auch eine Frage, die ganz oft kommt, nämlich, wie ist denn das eigentlich? Soll man direkt nur vorher Schulden machen? Also ich glaube hier nicht so richtig daran. Ja? Aber das würde mich trotzdem interessieren. Wie ist denn deine Einstellung dazu? Ist das was Schlaues, Schulden zu machen? Nein. Also wenn man natürlich eine Inflation erwartet und dass dann irgendwie der Supercrash kommt, der Supergau kommt mit einer Hyperinflation und mit einer Währungsreform, dann kann man das natürlich machen, dann ist es erwartbar, dann entschuldigt man sich sozusagen. Aber in der Vergangenheit war es immer so, dass der Staat dann diejenigen, die sich auf Kosten der Inflation entschuldet haben, zur Kasse gebeten haben. Das war 1923 dann die Hauszinssteuer. Da wurden ja praktisch durch dann die Hyperinflation über Nacht die Schulden verpulvert. Ja, die waren dann einfach weg. Und dann hat der Staat gesagt, nee, so geht's nicht. Ihr müsst euren Beitrag zahlen. Und 1952... Ja, aber den hätte man ja wahrscheinlich trotzdem zahlen müssen, auch wenn man keine Schulden gehabt hätte, oder? Was? Diese Zwangshypotheken hieß das ja teilweise, ne? Genau. Die man da gekriegt hat. Mhm. Ja,
das ist ja, die haben das ja nicht selektiv gemacht. Die haben sich ja nicht vorher angeguckt, wir hatten durch die Inflation sein Haus geschuldet. Diejenigen, die praktisch diese Schuldenlast, die sich derer entledigt haben durch die Hyperinflation. Ach, die haben das selektiv gemacht? Die natürlich, klar. Die mussten dann zahlen. Okay. Okay. Und 1952 war es dann eher generell, da hatten wir dann einen Schuldenlastenausgleich. Da musste dann jeder, der was hatte, was bezahlen. Also 5000 D-Mark war damals die Freigrenze. Und die da drüber waren, mussten dann eine Art Vermögensabgabe zahlen, also 50%. Okay. Ich glaube, ich muss da nochmal nachlesen, wie das genau war. Mhm. Ja. Ja. Also deswegen, also, ich würde keine Schulden machen, weil ich glaube, das wird eher dann schlecht laufen. Also das heißt, die Schulden würden einem auf die Füße fallen. Dahingehend, weil Schulden wurden in der Vergangenheit, auch 1948 zum Beispiel, negativer behandelt wie Guthaben. Also 1948 bei der Währungsreform wurden aus 100 Reichsmark 6,50 Mark. Ja? Mhm. Und du hattest aber im Nachhinein dann 53,75% mehr Schulden, weil die halt negativer umgerechnet worden sind. Mhm. Deswegen ist es ja klar, schlecht. Das heißt, da versuchen sie dann natürlich auch alle, die irgendwie Zugriff haben, immer gleich noch künstlich mit gesund zu rechnen. Ne? Ja, der Staat möchte sich halt entschulden auf Kosten der Bürger er möchte halt keine Profiteure haben neben sich. Neben sich, ja. Neben sich, genau. Betone ich ganz klar. Genau. Und deshalb ist es wahrscheinlich, dass mit den Schulden immer am Ende dann doch nicht so klug, wie es immer erstmal aussieht. Ne? Nee. Das ist eigentlich für so einen Nieselregen sozusagen. Genau, ne? Da sind Schulden gut. Ja. Ne? Für die richtige Katastrophe. Wenn es Gewitter kommt, ist es schlecht. Ja, genau. Und gibt es eigentlich irgendwelche sozusagen offensichtlichen Sachen, die man wissen muss, wie man sich vor staatlichen Zugriffen schützt? Ja, klar. Ich meine, wir werden ja Richtung links umkippen, meiner Ansicht nach, Richtung Sozialismus und Planwirtschaft. Wir haben ja schon Planwirtschaft der Notenbanken, jetzt sehen wir schon Planwirtschaft des Staates. Die Staatsquote steigt, der Staat drängt sich immer mehr auf als Retter aller. Da wird dann TUI und Karstadt und was weiß ich alles verstaatlicht oder finanziert. Und die Staatsquote steigt und natürlich müssen auch die Steuern steigen. Ne? Also das heißt, der Herr Scholz hat es ja schon angedeutet, wir brauchen eine Vermögensabgabe, Vermögensteuer, steigende Steuern und so weiter, um die ganze Krise ja auch zu bezahlen. Und wir dürfen nie vergessen, nicht der Staat geht pleite, der Bürger geht pleite. Wir sind der Staat, wir zahlen die Zeche. Und daher muss man halt versuchen, jetzt noch legal aus dem Bankenkreislauf, aber natürlich auch aus der Sichtbarkeit der Politik Vermögen zu schaffen. Und da gibt es halt noch Möglichkeiten, aber das Zeitfenster wird immer kleiner, weil die finanzielle Repression voranschreitet. Ist das denn etwas, was du aus dieser Erfahrung mit Argentinien jetzt sagen würdest, oder ist das etwas, was generell du eigentlich sagst jetzt? Jetzt, mehr denn je. Also, okay, aber das ist eigentlich doch dann eher so eine, sagen wir mal, eine Theorie, die vielleicht auch im Jetzt entstanden ist, oder? Das kann ich doch in der Argentinien-Geschichte gar nicht so stark getroffen haben. In Argentinien hat es mich gar nicht getroffen. Das ist ja erst entstanden durch meine Erfahrungen der letzten Wochen, Monate und Jahre und durch die Aussagen der Politik natürlich. Aber kann es nicht sein, dass du damit eine sozusagen über Gebühren negative Interpretation der gleichen Ereignisse hast? Sehe ich nicht und sagen ja auch viele andere. Und da sage ich, lieber bin ich ein Jahr zu vorsichtig, als auch nur eine Sekunde zu spät nicht vorsichtig zu sein. Weil Vorsorge ist besser wie Nachsorge. Wenn du nichts gemacht hast, und die Vergangenheit zeigt halt einfach, dass bei Währungsreform oder auch bei großen Inflationen der Bürger, also wir, eigentlich einen Großteil an Vermögen verlieren, an Kaufkraft verlieren. Das heißt, da würde ich mich einfach darauf vorbereiten. Momentan gibt es halt doch Möglichkeiten, dass man jetzt Sachwerte investiert, die vielleicht dann sogar nach der Krise wieder ein gutes Startkapital für Neues in einem neuen System ermöglichen. Und da würde ich die Wette, man muss halt auf sein Bauchgefühl hören. Glaubt man, dass die Politik, die die letzten Krisen schon vermasselt hat, dass die in Zukunft die noch größeren Krisen meistern werden? Da muss ich sagen, habe ich relativ wenig Vertrauen. Es gibt auch von George Bernard Shaw das schöne Zitat, ne? Also wenn man der Politik nicht glaubt, sollte man lieber ein bisschen Gold haben. Okay. Wobei wir eben auch gemerkt haben, wie gefährlich so Gold sein kann, ne? Genau. Den Verdacht aufkommen lässt, dass man selber derjenige ist. Ja. Aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass man das nur als Krisenüberbrückungsmaßnahme sieht, ne, um seine Kaufkraft zu schützen vor Inflation, Entwertung und so weiter. Wem wird eigentlich bei sowas, oder sagen wir in Argentinien, wem wurde damals eigentlich die Schuld gegeben? Das würde mich mal interessieren. Der Politik. Ist das so, ja? Deswegen wollten die den auch alle ins Leder und wollten den aus dem Flugzeug ziehen oder aus dem Hubschrauber ziehen. Mhm. Die Politik war auch schuld. Die war nicht nur korrupt, sondern auch unfähig, inkompetent und bis zum heutigen Tage. Das gibt's häufiger mal, ja. Ja, die Politik in Argentinien ist eine Katastrophe. Die sind seit 40 Jahren eigentlich im Dauerstaatsbankrott. Der nächste steht schon vor der Tür, ist nur eine Frage der Zeit. Okay. Und da waren sich alle einig, ja? Die waren es. Bis heute, ja. Trotzdem werden sie immer wieder gewählt. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das ist doch eigentlich total komisch, oder? Ja. Das heißt, die wählen die dann die ganze Zeit munter, aber die sind es. Ja, es ist halt Brot und Spiele, weil dann kommt halt die Kirchner-Familie, ne? Und dann machen die, sagen die hier und wir sind die Guten. Und dann gibt es halt eine riesen Fangemeinde. Ich meine, es gibt es in den USA, Trump, Biden, genauso. Ja? Jeder, egal wie idiotisch was ist, du findest immer irgendeinen Depp, der das toll findet. Und dahingehend gibt es bis heute in Argentinien noch Leute, die sagen, hey, Kirchner war der allerbeste Präsident oder Frau Kirchner sowieso. Und alle wissen, die ist hochkorrupt und die haben Millionen aus Landes geschafft, wenn nicht Milliarden. Wenn nicht Milliarden. Ich will nicht wissen, welche Schweizer Konten die haben.
Haben die eigentlich sowas wie Burying oder sowas gemacht? Also das ist ja immer die Sache, dass man sozusagen Nebenkriegsschauplätze anzettelt, die ganz hoch hypt und dann das Eigentliche gar nicht mehr sichtbar wird. Ja, gab es das aber so richtig? Was waren dafür Sachen? Ja. Also bei De La Rua, dem letzten Präsidenten, da waren es dann halt so Nebenkriegsschauplätze, die man halt gesagt hat, irgendwelche Wahlversprechen, nach dem Motto, hey, wenn ich gewählt werde, ich mache das und das und ich werde den Armen helfen, ich baue Schulen und die Wirtschaft wird... Also immer das gleiche Gedöns halt, dass man halt Politiker, also dass halt die Politiker irgendwelche Wahlversprechen abgeben oder Sport, natürlich klar, Argentinien, Fußball-Weltmeister immer und immer wieder, ne, wurde auch immer hochgehalten, man hat sie dann gerne auch ablichten lassen mit Profifußballern und so weiter, Maradona und so fort und dahingehend sehen wir das immer wieder, um die breite Masse abzulenken. Brotenspiele funktioniert seit 2000 Jahren sehr erfolgreich. Auch bei also uns es waren aber eher so sozusagen Spieleereignisse. Ja, genau. Also denn ich habe den Eindruck, dass bei uns Burying ja eher so Skandale sind. Ja. Haben also wir jetzt gerade Maskendeal. Ja, genau. Wir neigen dazu, so auf solche Sachen sehr stark anzufliegen. Und dann gucken wir in der Zeit immer gar nicht auf irgendwelche anderen Sachen. Ja. Das scheint aber dann eher sozusagen die deutsche Variante zu sein. Ja? Und die argentinische ist eher so, wir machen ein paar sehr schicke Sachen. Es war halt vor 20 Jahren. Ich glaube, dem Zeitgeist ist es jetzt auch geschuldet, dass wir jetzt eher noch sensationsgeiler sind. Und es wird, weil wir auch eine sehr schnelllebige Zeit haben. Und jeden Tag muss halt ein neues Sau durchs Dorf getrieben werden. Und momentan haben wir so viele Skandale, es bricht überall hervor, weil unser System einfach am absteigenden Ast ist. Und natürlich kannst du dann jetzt sagen, hier die CDU in ihre Maskendeals, und da freut sich die SPD und reibt sich die Hände, weil sie wissen, sie werden bei der nächsten Regierung vielleicht doch dabei sein mit den Grünen und so weiter. Und da werden halt immer andere Sachen aus dem Hut gezaubert und wir werden noch mehr solche Skandale in Zukunft erleben. Naja, klar, gut, sicher, weil die sind natürlich immer schön aufzubauschen. Ja, und wie gesagt, alle gucken dann woanders hin. Das ist wahrscheinlich für beide Seiten einigermaßen angenehm. Ja, für die Seite, die den Skandal einzettelt, vielleicht noch angenehmer als für die andere, aber klar. Ja. Und wie ist denn das eigentlich? Du hast vorhin mal gesagt, die wollten also Vertrauen wieder schaffen, dadurch, dass sie sich vor die Kameras gestellt haben. Ja. Jetzt haben wir also einen Haufen Leute, die offenbar von sehr vielen für sehr korrupt und unfähig gehalten werden. Und jemand, der diesen Ruf hat, stellt sich also hin und sagt, Leute, es ist alles in bester Ordnung und wir haben alles unter Kontrolle. Kann man damit denn wirklich Vertrauen schaffen? Also ich finde das irgendwie eine schräge Vorstellung. Die Argentinier, also viele Argentinier sind einfach nicht gerade, wie soll ich sagen, sehr gebildet. Und ich finde es natürlich dann sehr interessant und spannend, wenn jemand im Fernsehen auftritt. Und Fernsehen ist also der heilige Gral. Wer im Fernsehen ist, der muss ja kompetent sein. Und diesen Nimbus hat das Fernsehen einfach noch in Argentinien damals gehabt. Und dann dachten die, komm, der hat einen Anzug an, der kann sich artikulieren. Und der ist ja Präsident oder der ist Finanzminister. Und dementsprechend haben trotzdem 80% das noch geglaubt oder sogar 90% bis kurz vor dem Bankrott. Und dann haben sie gemerkt, dann ist diese Zeifenblase zerplatzt, ja, diese Illusion ist zusammengebrochen und dann war natürlich umso größer die Wut. Okay, also das heißt, diese Schuldzuweisung, die ist eigentlich erst danach entstanden. Ja. Also vorher haben die alle gesagt, das sind die großen Helden und dann ist das sozusagen über Nacht nicht die Helden, aber es wurde halt akzeptiert, sie wurden ja gewählt und es gab immer eine kleine Minderheit, die gewarnt haben, ne? Also irgendwelche Ökonomen oder irgendwelche Experten, aber die wollte man nicht hören, weil das sind ja alles Pessimisten und die wurden auch ein bisschen stigmatisiert und diffamiert. Naja, klar, Crash-Propheten, die kenne ich auch. Also. Hört man nicht so gern. Nee, ist noch unmöglich. Ja, klar, schlimme Leute. Ja, ganz schlimm. Mit denen würde ich nie am Tisch sitzen. Dann sprechen wir doch mal über die Zeit danach. Was war eigentlich dieses auslösende Ereignis, dass man denkt, jetzt ist es vorbei? Oder hast du das nicht erlebt? War das ich habe es nicht mehr erlebt. Ich war weg. Ich bin dann geflogen. Du warst tatsächlich raus, ja? Aber du bist ja von außen her wahrscheinlich zugeguckt. Absolut. Haben, ich hatte ja auch Freunde und Bekannte, auch noch Kollegen, die unten geblieben sind. Und das hat sich dann irgendwie dann schon normalisiert. Also waren zwei Wochen, waren harte Gefechte, gab es Ausschreitungen, Demonstrationen. Es gab auch Tode leider. Ne? Aber irgendwann hat es natürlich normalisiert. Okay. Und kann man da irgendwie sagen, es gab sowas, was die Leute sozusagen wahrgenommen haben? Also haben die anderen dann rübergefunkt und gesagt, hier, jetzt sehen wir gerade einen Hoffnungsschimmer und sowas? Oder kam das die Erholung eigentlich genauso überraschend wie die Krise selber? Also der Knackpunkt war, denke ich mal, nachdem zwei Wochen die Banken zu hatten, dass die Banken dann wieder aufgemacht haben und dann eigentlich der Peso auch wieder gehandelt wurde, halt mit einer Abwertung von knapp 74%. Und dann auch wieder langsam Vertrauen in den Peso sozusagen gefunden wurde. Aber natürlich war der Unmut groß über diesen Wertverlust. Und die Leute der Mensch will weiterleben. Der möchte überleben. Der will nicht irgendwie ewig in irgendwelchen schlimmen Szenarien leben, in irgendwelchen Dystopien, sondern der Mensch möchte einfach ein gutes, gerechtes, faires Leben haben. Also das heißt, es gab eigentlich diesen typischen Fall, dass sozusagen von einem Tag zum anderen runterging, überraschend. Ja. Und hoch ging es auf eine andere Weise überraschend, nämlich nicht über Nacht, sondern so langsam, dass man es kaum gemerkt hat. Ja, also das heißt sozusagen, von der Eiszeit ist man langsam, aber sicher wieder in die Normalität rübergegangen
Und rückblickend fragt man sich, sag mal, wann war es eigentlich wieder normal? Genau. Also auch da, weißt du, bei den Demonstrationen, bei den Ausschreitungen, da war ja nicht irgendwie das ganze Volk involviert, sondern es waren vielleicht eine kleine Minderheit. Die meisten sind zu Hause geblieben, haben sich im Fernsehen angeschaut oder haben Angst gehabt und haben sich eingeschlossen. Und nach ein, zwei Wochen war auch irgendwie Ruhe dann wieder. Also danach gab es keine großen Demonstrationen mehr oder Ausschreitungen oder Überfälle. Dann kam wieder die Normalität, weil die Menschen wollen einfach ein gutes Leben haben. Und die meisten, also auch 50, 60, 70-Jährige, die gehen ja nicht irgendwie randalierend durch irgendwelche Häuser und suchen nach Rolex-Uhren. Ja. Ja, das ist das Gute bei einer alten Bevölkerung. Da gibt es nicht so schnell Aufstände. Deswegen, ja, haben wir hier Glück. Ja, ja. Okay. Und was würdest du sagen, sind die sichtbarsten Parallelen zu heute? Also keine Ahnung, ob wir jetzt tatsächlich direkt vor einer Krise sind. Ja, vielleicht würdest du eher sagen als ich, dass wir davor sind. Ja, keine Ahnung. Aber würdest du sagen, es gibt tatsächlich so drei Sachen, bei denen man eigentlich sagen würde, ja genau, das sind die Dinge, die habe ich damals auch gesehen, die sind jetzt auch hier. Mhm. Ja, also also mein Bauchgefühl auf der einen Seite ist ganz stark. Ich muss oft an Argentinien denken. Dann natürlich das Narrativ, das gestreut wird in den Medien. Diese Art fast schon Propaganda, dass man hier die Leute irgendwie in die eine oder andere Richtung bewegt. Und die Notenbankpolitik. Das sind die drei Punkte, die ich auf jeden Fall erwähnen würde. Okay. Aber die Notenbankpolitik dauert hier schon relativ lange. In Japan war sie auch. Ist auch nicht plötzlich ein Bach runtergegangen, also es scheint kein so unglaublich sicherer Indikator zu sein, oder? Nö, gut, Japan ist seit 30 Jahren jetzt eigentlich in dieser Dauerkrise auch, ne? Die haben seit 30 Jahren niedrige Zinsen. Ja, die sind seit 30 Jahren im Dauermurkszustand, aber genau. Eigentlich nicht so sehr Krisenzustand, oder? Naja, wie man es halt sieht, also sie haben seit 30 Jahren Wohlstandsverluste, naja, das haben sie. Wirtschaftliche Produktivitätsverluste, sie haben eine schwache Demografie, es ist eine alternde Bevölkerung, kaum noch Kinder. Japan wird meiner Ansicht nach irgendwann eine Währungsreform installieren müssen. Es geht gar nicht anders bei den horrenden Schulden, die sie haben. Mhm. Sie haben halt es geschafft, diesen Kaugummi immer weiter in die Länge zu ziehen und diese Krise. Das ist so eine Kaugummi-Krise, ne? Eine Kaugummi-Krise oder so ein Sterben auf Raten, würde ich es nennen. Mhm. Ja. Und ich meine dann die andere Geschichte mit den Medien. Ich meine, das ist klar, wann immer man Zugriff auf Medien hat, versucht man die natürlich in eine Richtung hinauszunutzen, oder? Also das scheint mir auch nicht so ein völliger Frühindikator zu sein. Wenn man die Möglichkeit hat, macht man es immer, oder? Wahrscheinlich, aber natürlich, die Medien möchten natürlich auch überleben und keiner möchte an den Grundfesten des Systems rütteln, in dem er lebt, ne? Weil es ist immer schwieriger und erfordert mehr Mut, neue Wege zu gehen. Hm. Ah ja, gut. Wie gesagt, ich würde sagen, man versucht immer darauf zuzugreifen. Ja? Ist vielleicht auch die Frage, was Ursache und was Wirkung ist. Vielleicht ist die Ursache, wenn man die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen, dann provoziert man damit eine Krise. Vielleicht ist es so rum. Ja, aber wir sehen doch auch zum Beispiel, dass der Politik natürlich viel Sendezeit gegeben wird, natürlich ihre Politik zu erklären. Oder dass dann Frau von der Leyen in der FAZ eine komplette Seite irgendwie niederschreiben darf als Gastbeitrag. Ne? Also das ist dann schon fraglich, was da passiert, meiner Ansicht nach. Gut, wobei es eine private Zeitung ist, ne? Also, okay. Na gut, kommen wir doch nochmal zu was anderem. Und zwar, als wir telefoniert haben, da das erstmal ziemlich wenig Zeit war, weil du gesagt hast, du musst mein Buch unbedingt fertig schreiben. Ja. Es ist jetzt fertig, ja? Seit Montag. Ist fertig, ja, deshalb sprechen wir ja jetzt. Ne? Habe ich Zeit. Ja, genau. Das ist ja eines, was sich so mit beschäftigt, wie kommt man eigentlich gut aus einer Krise raus, wenn ich es richtig verstanden habe. Übrigens weißt du, dass du einiger Verspätung mir gegenüber hast. Ich habe vor einem Jahr ja auch ein Buch geschrieben, die 36 Strategien mit der Krise. Oh, ja, und? Da, okay. Ja, da habe ich schon gesagt, ja, guck mal hier, es gibt ja diese chinesischen Strategeme. Ja. Ja. Und damals war halt meine Position, dass ich gesagt habe, die kann man ja auch so interpretieren, dass die Krise sozusagen versucht, einen mit einer Kriegslist über den Tisch zu ziehen. Mhm. Ja, dann habe ich gefragt, wie nutzt man eigentlich das Wissen der Strategien, um tatsächlich auch sozusagen positiv durch eine Krise oder rauszukommen. Ja? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist dein Buch eigentlich vielleicht eine ähnliche Idee, bloß nicht mit den 36 Strategien, sondern vielleicht konkreter, oder? Ja, genau. Es ist eine Anleitung sozusagen, wie man eine Krise umwandeln kann in eine Chance und dass man sich darauf vorbereitet, also nicht nur mental, sondern tatsächlich auch finanziell. Ja. Okay. Sag mal die drei wichtigsten Takeaways. Die drei wichtigsten Takeaways. Raus aus Altpapier, also aus Wertpapieren wie zum Beispiel Lebensversicherungen oder Riester, Rürup, Sparverträge. Mhm. Dann raus aus dem Papiergeld, was auch Altpapier sein wird. Und rein in Durchschnitt. Also du meinst Girokonten sozusagen. Konten räumen, okay, raus klar. Aus Bargeld. Mhm. Und rein in durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Weil umso mehr Geld die Notenbanken produzieren, umso mehr Schulden gemacht werden, umso mehr brauchst du eine Art Gegengewicht, eine Art Lebensversicherung für deine Kaufkraft gegen den Wahnsinn der Politik und der Notenbank. Ja gut, das ist die Quantitätstheorie des Geldes, ne? Ja. Da ist man auch die Frage, inwieweit die eigentlich zutrifft. Ja? Die nächste Frage ist, was lässt dich eigentlich glauben, dass diese Sachen nicht richtig eingepreist sind?
Also das finde ich mir das Faszinierendste bei solchen Sachen. Ehrlich gesagt, ich habe mich deshalb auch an so ein Buch überhaupt nicht rangetraut, sondern ich habe lieber über die Strategeme argumentiert und sowas. Ja? Also was, glaube ich, auch schon wichtige Hilfestellungen sind. Ja? Aber mein Hauptproblem bei allen Strategien dieser Art ist, wenn man versucht, jetzt schlaue Sachen zu machen, glaubt man ja, dass man selber schlauer ist als die anderen. Aber eigentlich müsste das doch eingepreist sein. Also es müsste doch genug andere Schlaue gegeben haben, sodass der jetzige Preis bereits das gesamte Wissen enthält. Also wenn man zumindest einigermaßen an eine Markteffizienz glauben. Gut, also ich maße mir nicht an zu sagen, ich bin schlauer wie irgendjemand anderes dazu. Nee, das will ich mir nicht sagen. Aber implizit steckt das doch drin, oder? Ich versuche. Sonst wären ja die Preise so, dass es sich nicht mehr lohnt. Nein, ich arbeite damit Wahrscheinlichkeiten. Ich versuche, Strategien zu entwickeln. Also auch für die Kunden in der Honorarberatung bauen wir ja maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung. Und ich gucke einfach in die Vergangenheit. Ne? Und dann nehme ich halt die Analyse von aktuell vor und schaue mir an, wo stehen wir momentan. Und wenn man sich anschaut, was ich jetzt in der Vergangenheit empfohlen habe, dann muss ich sagen, bisher hat es ganz gut funktioniert. Ne? Also ich habe schon seit 2013 Bitcoin empfohlen. Bitcoin war jetzt letztes Jahr eines der erfolgreichsten Investments überhaupt. Warst du seit 2013 richtig investiert in Bitcoin? Ich habe meinen ersten gekauft 2013. Und du bist dauerhaft drin geblieben? Ja. Ja? Ja. Okay, cool. Auch du nicht, oder wie? Nee, ich habe diese Zeit so nicht hingekriegt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hast verkauft. Ja? Ich kenne eigentlich auch nur einen, von dem ich sagen würde, da bin ich mir sicher, dass der wirklich mit Bitcoin richtig Geld verdient hat. Alle anderen haben irgendeinen Murks gemacht. Also zu früh verkauft oder sind nicht mehr rangekommen, weil sie das Passwort verloren haben. Das ist doof. Die Börse wurde gehackt oder weiß der Teufel. Ja. Also tausende von solchen Sachen. Ja? Bis hin zu solchen Dingern wie Festplatte vom Computer verschrottet. Und ach was ein Mist, da waren noch 3 Bitcoin drauf. Ja? Naja, schade eigentlich. Ja. Wie viel ist es Stand heute? Ja, 90.000 oder dann, so? Ja, das ist dann Lehrgeld, leider. Lehrgeld. Der Fall würde ich zweimal passieren. Aber tatsächlich, ja, also... Also du hast sie von deiner alten Festplatte rübergerettet seit 2013. Ja, aber ich habe keine Festplatte gehabt, ich habe es anders gemacht. Aber ausgedruckt. Ja, 2013 genau war das erste Mal, aber Bitcoin ist ja immer läuft immer in Zyklen. Ne? Mhm. Und obwohl jetzt Bitcoin bei ungefähr 50.000 Dollar steht oder 52.000 Dollar steht, ist es für mich immer noch, dass wir da ganz am Anfang stehen. Aber es gibt auch andere Wertspeicher, andere sagen, okay, digitales Gold ist mir zu heikel, normales Gold oder Betongold, das finden ja auch viele interessant, Silber. Aber alles, was halt durch Natur limitiert ist als Gegengewicht, ist interessant. Mhm. Na gut, Betongold, ich meine, wenn wir das zu sprechen kommen, wo wir vorhin geredet haben, ja, das ist natürlich das, worauf man am leichtesten Zugriff hat als Staat. Exakt. Deswegen habe ich auch ein Buch empfohlen, eher dann Immobilien abzustoßen, antizyklisch zu verkaufen, weil wann, wenn nicht jetzt? Wir haben jetzt hohe Bepreisung von den Immobilien, die sind so teuer wie noch nie. Das kann auch weitergehen durch das billige Geld natürlich, aber die Frage ist halt, schafft man es wirklich zum optimalen Zeitpunkt auszusteigen? Und die Gefahr droht natürlich, dass der Staat sagt, komm, Immobiliensteuer, Vermögensabgabe. Und der Staat greift immer gerne auf Immobilien zu. Hat man in den vergangenen Krisen gesehen in Deutschland, aber auch in Europa, ne? Griechenland. Aber warte mal, jetzt Immobilien zu verkaufen, das ist ja dann schon ein bisschen widersprüchlich zu dem vorher, oder? Na, ja, was macht man? Dann kauft man sich einen Bitcoin dafür, oder zum Beispiel. Tausche Villa gegen Bitcoin. Ja, genau. Okay. Ja, klar, kauft einfach Werte, die ein höheres Steigerungspotenzial haben, weil die Immobilien haben sich jetzt in den letzten 10 Jahren verdoppelt oder verdreifacht. Wird es nochmal passieren? Nee, eher nicht. Also mich haben immer diese Berichte fasziniert, wie die Leute vor diesen großen Inflationen in Deutschland angefangen haben, ihre Häuser zu verkaufen, weil sie gesagt haben, da kriege ich ja Millionen dafür. Ist ja total überbewertet. Ja, und auf einmal hat ein Brötchen schon 1 Milliarde gekostet. Ja, das ist eine Hyperinflation, genau. Genau. Aber dann brauchst du halt in der Hyperinflation brauchst du halt Werte, die noch stärker steigen. Und wenn du dir anschaust, zum Beispiel den Chart in der Weimarer Republik, wie die Goldmark sich entwickelt hat über gegen der Papiermark. Und dann guckst du jetzt auch den Bitcoin-Chart an, dann würde ich einfach auf solche Werte setzen, die sich in der Hyperinflation oder in der Inflation gut entwickeln werden. Und letztes Jahr haben wir ja schon gesehen, Bitcoin ist durchgestartet, Gold ist gut gestiegen, Silber ist gestiegen, alles, was gut limitiert war, ist gestiegen. Wir haben Oldtimer sind auf einem Allzeithoch, Uhren, Kunstwerke. Naja, auf meine Uhr brauchst du nicht zu gucken, die ist alt. Das ist eine Quarzuhr. Okay, na gut. Ich meine, wir haben vorher gesehen, ja, das sind alles Sachen, die ja dann, wenn es hart auf hart kommt, offenbar schwierig zu handeln sind. Ja? Das scheint mir dann mehr so eine Positionierung für danach zu sein eigentlich. Genau. Ja. Und bei Bitcoin weiß man natürlich auch nie ganz genau, wie da ein staatlicher Zugriff aussieht. Ja? Also wenn dann der Besitz von Bitcoin bei Todesstrafe verboten ist, dann kann es natürlich auch schwierig werden. Ja? Ja, also das Thema kommt immer und immer wieder bezüglich Verbot und so weiter und Todesstrafe, da sind wir zum Glück noch weit weg. Also dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme, ob wir dann überhaupt noch im richtigen Land leben. Aber Verbote wird immer wieder mal vorgebracht gegen Bitcoin, sehe ich nicht. Also, aber ja. Ja, ja, klar. Also kann man schon ein eigenes Video dazu machen. Es lässt sich wahrscheinlich schwieriger verbieten als beispielsweise Gold. Ja, würde ich mal so behaupten. Ja, ist halt und der Zugriff ist natürlich auch schwieriger als bei einer Villa. Also insofern... Klar, genau. Bin ich da also es gibt natürlich auf jeden Fall
ja, von den Notenbanken Angriffe, ja, gegen Bitcoin, mhm, und auch Argumente gegen Bitcoin, aber ich glaube nicht, dass ein dezentrales, limitiertes, grenzenloses, digitales Gut wie Bitcoin verboten werden kann. Andere Staaten haben das schon gemacht, es hat nicht funktioniert und wir kriegen es auch nicht hin, Cannabis zu verbieten oder irgendwas anderes, also dahingehend bin ich erstmal entspannt. Ja gut, bei Cannabis sind wir eher auf dem Weg, es zu legalisieren. Ja, 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 und die Notenbanken produzieren ja auch schon digitales Geld, also der digitale Euro soll ja kommen. Ich dachte, du sagst jetzt digitales Gras. gibt's noch nicht. Ist vielleicht gesünder als das andere, wer weiß. Na super. Okay, also ich glaube, da haben wir die wichtigsten Sachen durch, die mich so bewegt haben. Ja. Okay. Also fand ich super spannend. Ja. Gerne jederzeit wieder. Ja, also ich habe gar keine große Lust, so eine Krise auch zu erleben. Ja. Nee, aber keiner. Nach deiner Theorie ist es ja wohl so, jeder muss einmal in seinem Leben durch. Ja. Glaube ich auch. Ja. Also es kann schon gut sein, ne, dass es jede Generation tatsächlich Zyklen einmal erwischt. Also wir hatten es jetzt schon sehr, sehr lange, eine Phase, in der es sehr gut gelaufen ist. Also eigentlich war es ja die Zeit von 3 Generationen, die es bisher nicht passiert ist. Genau, ja, genau. Und das ist schon erstaunlich. Ja? Genau, und ich habe jetzt im neuen Buch auch diese Zyklen erklärt. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Und da zeige ich auch auf, welcher Zyklus, in dem wir jetzt sind, welcher jetzt kommt, was uns erwartet und wie man sich darauf vorbereiten kann. Und das ist eines der besten Kapitel eigentlich, das ich jemals geschrieben habe. Na gut, das lese ich erstmal. Und dann können wir darüber mal ein Streitgespräch führen. Das machen wir. Denn ich bin natürlich als Spieltheoretiker eher immer so ein bisschen bei Mikroerklärungen dabei. Und diese ganzen Zyklen sind eigentlich immer eher Makroerklärungen. Gibt es solche und solche? Also, ja, ich gebe ich zu. Ja. Ja, aber die meisten Zyklentheorien, die ich so gesehen habe, die sind eigentlich eher makroskopische Zyklenerklärung. Ich meine, ich muss erstmal lesen, bevor ich weiß, wie du es gemacht hast. Genau. Ja? Ist es Mikro oder Makro? Beides. Beides, okay. Das ist schwierig, ne? Gucken wir mal, ja genau. Aber du hast keine Simulation gemacht, oder? Nein. Okay, die mache ich dann dazu. Und dann perfekt, das ist ein perfektes Video. Genau. Und wenn dann keine Zyklen rauskommen, dann müssen wir, oh je, die Mikroerklärung, die war es nicht. Wäre schlecht. Okay, gut, also, vielen Dank. Ja? Ich danke dir. Genau, ich hoffe, dass diese ganzen psychischen Sachen, über die wir gesprochen haben, die bei unseren Zuschauern nicht auftreten. Ja? Denn irgendwie so ein bisschen traumatisch scheint es ja schon zu sein. Ja, aber nach dem Video sind sie ja vorbereitet jetzt. Jetzt wissen sie, was sie tun müssen. Ne? Also, jetzt. Ja. Also, dann würde ich sagen, wenn ich mich noch einmal an meine Zuschauer, für den Fall, dass sie jetzt psychische Schäden, Traumata oder sonst bekommen haben, dann schreiben sie es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und ach ja, ich vergesse. Bitte meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es nicht schon getan haben, damit wir uns dann nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin. Dieses Ende war jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr unhöflich von mir. Irgendwie, ich war so geschockt, dass es dann nach diesem tollen Interview doch plötzlich auch irgendwann zu Ende ging. Deshalb hole ich hier einfach nochmal ein paar wichtige Dinge nach. Also gucken Sie auf jeden Fall nicht nur bei mir, also nicht nur, dass Sie meinen Kanal abonnieren, das natürlich sowieso, aber gucken Sie auch bei Marc Friedrich auf dem Kanal mal vorbei. Wie gesagt, es lohnt sich. Und er hat auch ein neues Buch geschrieben, haben wir ja kurz da auch angesprochen hier drin, das ist sozusagen das Buch für den Krisengewinner, ja, die größte Chance aller Zeiten. Ich habe das unten verlinkt. Wenn Sie dabei sind, vergessen Sie nicht, ich habe ja auch ein Buch zum ganz ähnlichen Thema geschrieben, nämlich die 36 Strategien mit der Krise. Wenn Sie also sein Buch kaufen sollten und Sie es in den Warenkorb legen, nehmen Sie gleich meines mit dazu, damit ich vielleicht auch eine echte Chance habe, früher oder später auch mal auf der Bestsellerliste zu landen, obwohl ich ja bezweifle, dass ich damit jemals auf die wirkliche Bestsellerliste komme. Aber vielleicht, hey, im Management schaffen wir es, wenn Sie mich entsprechend pushen mit meinem Buch, dass ich auch noch auf der Liste lande. Okay, in dem Sinne, freut mich, dass Sie hier durchgehalten haben. Sie denken dran, es gibt auch noch eine Kurzfassung. Wenn Sie das empfehlen wollen an andere vielleicht, empfehlen Sie vielleicht die Kurzfassung, dass sich nicht jeder gleich durch die ganze Länge durchkämpfen muss. Obwohl, so gut wie das hier ist, wird man am Ende wahrscheinlich sowieso doch auch hierher kommen. Ich freue mich darauf, Sie in der nächsten Woche hier wiederzusehen. Bis dahin.